du den neuen Zyklus schneller herbeiführen möchtest, kannst du dies auch nutzen. Aber tu dies nicht jetzt. Nein, habe ich auch nicht vor. Keine Angst, habe ich nicht vor. So, was ist entstanden? Genau, wir haben jetzt mit dem Autosave Gold in unserem, klar. Da ist auch einiges. Jopp, dann. Ach so, nein, Leute, ich werde das mal hier schnell beenden. Wir speichern trotzdem nochmal. Trotzdem Autosave, aber in den kann ich ja dann reingehen. Und ich werde erstmal das Spiel jetzt kurz beenden. Aber ich glaube, ich werde doch nochmal auch eine halbe Stunde mal noch weiter. Ich will gerne zu unserem alten Stand haben. Ich will jetzt die Wächter jetzt wieder kommen. Und obwohl, ach, ich weiß nicht, dann wurde alles wieder so stressig. Aber es sieht bisher so gut aus. Und ich freue mich, dass das jetzt gerade so gut klappt. Und keine Ahnung. Okay, dann bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Wie auch immer. Tschüss, Sikorski. So, willkommen zurück. In den Garten will ich jetzt noch nicht. Hier ist irgendwie gar nichts passiert. Dann gehen wir nochmal hier zu unserem Reservat runter. Da können wir nochmal ein bisschen Grün sammeln, ein bisschen Gold. Ah ja, wir haben unser Bäumchen auch gepflanzt gehabt. Blau müsste da eigentlich doch auch sein. Von unserem anderen Bäumchen. Normalerweise. Und es dürfte kein Predator da sein. Niemand ist hier. Niemand. Danke. 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 Ja, und es ist auch keine Farbe hier, so wie ich das sehe. Nichts. Nichts ist hier. Nichts. Das ist halt ohne Scheiß ein Spinnennetz. Vielleicht gibt es ja auch Spinnen als Prädatoren. Ich freue mich schon. Hier ist halt... Ja, da ist doch unsere blaue Dings. Da muss doch ein bisschen was dran sein. Was? 17? Nee, oder? Ja. Schön. Oder 14 oder was es immer war. Da steht doch noch was. Man kann das hier echt schlecht sehen. Ach so, und wir können gleich nochmal unseren Körper auffüllen. Oh ja, da ist alles weg. Was haben wir denn hier? 45, 21, 57. Gold haben wir schon einiges. Aber ist ja eigentlich egal. Ja, grün. Und da haben wir gleich noch... unser Bäumchen. Ja, 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 ja. Sieht alles gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Auch wenn es ein bisschen mehr sein könnte. Aber das kann es immer, ja. Das kann es immer. Steht da hinten noch was? Ich glaube, oder? Nein, natürlich nicht. Das so aus. Okay, dann einmal höher. Kann ich hier springen? Ja. Ich auch nichts mehr. Was ist denn da? Da, unser Bäumchen. Grünt vor sich hin, wortwörtlich. Hier steht auch was. Das ist, glaube ich, entweder Gold oder... Ja, das ist Gold. Hallo? Ich gewähre dir Macht. Ja. Über die Zeit. Da hinten steht auch noch was. Da steht auch was. Da steht überall was. Wir grasen erstmal ab und dann gehen wir zu unserem grünen Bäumchen. Dann weiß ich, dass ich gleich höher gehen kann. Ohne, dass ich mich noch bekloppt umgucken muss. Ja.
ganz großes grünes Ding hier. 9, wow. 16. Vielleicht müssen wir doch hier gleich umfüllen, ha? Huh? Nee, geht noch. Ja, ja. Sonst müssen wir es nämlich doch umfüllen. Kommt drauf an, wie viel jetzt das grüne Bäumchen abwirft. Okay. Hier ist alles weg. Das heißt, es war doch hier hinten, oder? Ja. Ah, auch. Das sind auch 14. Genauso wie unser andere. Aber halt, das ist ja der erste Zyklus. Ja, daran sieht man, dass die Stimme, die russische Stimme ist nicht gut. Weil das hat jetzt, der andere hat uns mehr gebracht gehabt, das letzte Mal. Steht da hinten noch ein Bäumchen? Nee. Ach ja, ich wollte ja Untertitel einstellen. Ach, kann ich ja nochmal machen, wenn meine Lehre sind. Muss ja eh abspeichern. Wenn es manchmal so ruckelt, ja, das ist gar nicht, dass jetzt meine Frames extrem scheiße sind oder so. Das ist mir auch aufgefallen, als ich dann am Anfang zum Beispiel auch mal ohne den Anfang ja nochmal wiederholt hatte, ohne Aufnahme. Das Spiel ist, es läuft einfach so ein bisschen ruckelig. Das ist irgendwie von der ganzen Mechanik. Okay, wir müssen doch Leute umdingsen, weil wir kriegen jetzt langsam zu viel Grün rein. Ja, das sieht man. Passt das hier überhaupt? Ja, ja. Okay. So. Noch immer noch nicht ganz voll. Das ist halt das Problem. Einerseits hat man ständig zu wenig und andererseits darf es aber auch nicht hier über 110 drüber gehen. Dann können wir es nicht mehr einsammeln. So. Ich bin dein Licht im Dunkeln. 3 ist jetzt nicht so das große Ding. 2. Aber wenigstens etwas. Alles schön. Ach ja, stimmt. Hier kann ich ja nicht rein. Und? 14. Sollen wir das Bäumchen jetzt auch schon mal malen? Oder noch nicht? Das ist jetzt die große Frage, ne? Momentan haben wir ja noch genug Farbe. Vielleicht machen wir es im nächsten Zyklus. Malen wir das dann hier auch noch an. Warte mal, irgendwo habe ich doch... Ah, da habe ich noch was gesehen. Sind wir eigentlich schon ganz oben? Ja, sind wir. Okay, dann ist hier alles weg, ne? Wir sind schon ziemlich weit, haben wir wieder weit vorgespielt, weitergespielt. Und gehen mal in die Optionen. Nein. Audio. Machen wir mal Untertitel mal kurz an. Um mal zu wissen, was die russische Stimme da sagt. So. Jetzt können wir ja eigentlich nur in den Garten gehen, ne? Ja. Die Mine ist immer noch leer. Da passiert gar nichts mehr. Aber es stört mich nicht. Weil da sind bestimmt nämlich Prädatoren jetzt drin. Ja, komm. Ach so, nee, ich stehe ja da. Upsala. Viel Gold. Ja. Zeig nochmal den Körper. Dann mach nochmal schnell ja, ein bisschen Gold rein. Wenn da jetzt so viel drin ist. Nimm das
das auch nochmal raus. So, machen wir komplett mal Gold rein. Dann können wir nämlich auch gleich noch gut Gold sammeln. Und dann können wir zu ihr gehen und können ihr was Gutes tun. Schön. Und haben selber auch noch was. Wunderbärchen. Schwestern, gibt es... Nein, gibt es nicht. Hier dürfte jetzt eigentlich auch keiner sein. Niemand ist hier. Ja. Niemand. Und Farbe. Farbe wächst wieder. Mehr als vorher. Also auf dem Boden. 8. Okay. Das ist nicht so pralle, aber upsala, wenn hier was wächst, dann ist ja alles gut. 15. Ja. Wow. Irgendwie läuft dieser Run auf jeden Fall besser. Ach, der ist gar nicht angemalt. Als der letzte. Niemand wird dich besser beschützen. Als ich bedauern. Na? Kann ich jetzt bitte nochmal einmal in meinen Körper gucken, wie das hier aussieht? Oh oh, das ist zum Bersten gefüllt hier gleich. Das heißt, nehmen das mal raus und pack das nochmal den Rest hier rein und den anderen Rest dort rein. Gut, da können wir noch was sammeln, ja. Und dann nimm den hier raus und Verteidigung hier rein. Ich könnte ein drittes Herz langsam gebrauchen, weil ich echt viel Farbe habe. Das ist schön. Gut, dann können wir hier sammeln und hier können wir auch noch 55 sammeln. Passt alles. Hier steht auch überall noch was. Ich bin überrascht, wie viel hier steht. Weil wir Farbe verwendet haben, aber nicht verbraucht. Und weil wir die Prädatoren vielleicht auch bekämpft haben, wächst jetzt viel wieder mehr. Weil die sich jetzt nämlich hier nicht von der Farbe ernähren können vielleicht. Könnte Sinn machen, oder? Hm, ich werde die immer bekämpfen jetzt. Und so viel Farbe schleudern wir ja dabei echt nicht raus. Also, solange die so klein bleiben. Und nicht so viele sind. Wow, unser schöner Baum. Da, halt, 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 halt. Ich hab dich gesehen. Gut. Gehen wir hier nochmal zurück. Einmal außen lang und dann gehen wir mal zu unserem blauen Baum. Wir könnten auch nochmal einen pflanzen, eigentlich. Wenn wir genug irgendwas haben. Ich glaube, Gold haben wir auch noch sehr, sehr viel. Das wollten wir ja eh noch, auch noch geben, aber das können wir auch nochmal pflanzen, weil wir haben echt viel. Wir finden auch gerade so viel. Wundert mich. Steht hier noch was rum? Okay. Siebenunddreißig. Ja, genau, den haben wir ja auch mit. Der andere hatte zwar 39, glaube ich, der Goldene. Kam hier nicht sogar die russische Stimme? Bei dem Baum. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, obwohl es erst vorhin war, irgendwann. Ja, aber... Also ob jetzt 39 oder 37... Ist eigentlich auch egal. Mein Gut, zwei mehr, ne? Farbe ist Farbe. Okay. Jetzt müssen wir sogar gucken, ob wir den Goldenen überhaupt noch abernten können. Oder... Ob wir vorher zu hier 19. Schauen wir mal rein. Ja, ja, geht. Alles super. Alles super. Gib mir so viel du hast. Sehr schön. Okay. Dann malen wir doch jetzt mal hier den hier noch an, gleich am Anfang.
Steht hier noch was? Ich glaube nicht. So, ja. Stell ich nichts an. Was haben wir denn? Dann nehmen wir einen Goldbaum. Warte mal, erstmal muss wieder dieses Mal-Dings kommen. Was willst du von mir? Warum willst du jetzt hier gerade nicht? Dankeschön. Ah, weil ich dann von der Seite das so obskure Ding sehe. Okay. Oh, habe ich jetzt aus Versehen dabei auf zurückge... Warum blinkt das jetzt da drüben? Muss man nicht verstehen. Schön sieht er aus. Und diesmal kommt doch nicht meine russische Stimme, obwohl ich Untertitel eingestellt habe. Mensch. Habe ich wohl alles korrekt gemacht. Kann ich noch gucken, wie viel Farbe ich habe? Nein. Eben hatten wir doch 66 drin, ne? Ja, wieder 32 benutzt. Okay. Also benutzt man immer 32. Nur, dass dann die... Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel der abwirft. Der ist ja ein bisschen größer als der da hinten eigentlich. Aber vielleicht wirft der jetzt auch nur... was hatte der andere? 29 oder was? Also auf jeden Fall weniger, als man eingesetzt hat. Irgendwie. Oder 35? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir jetzt gerade alles abgeerntet? Ja, ne? Blau haben wir geerntet, Gold haben wir geerntet und den haben wir, glaube ich, auch schon. Genau. Ja, dann einmal noch mal ganz kurz Körper gucken. Aber wir lassen das Gold ruhig genau noch in der Verarbeitung drin. 91, 2 und was ist da? 32 drin. Das wären ja dann 105. Ja, genau, zu viel. Oder? 30 sind 105 und dann noch 3, 108. Na, würde gerade gehen. Nö, ist eigentlich wurscht. Lassen wir jetzt so. Dann können wir sie nämlich noch anmalen. Mit Gold und mit Smaragd. Und da haben wir auch wieder einiges drin. Schön, 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 schön. Leere speichern und dann zu ihr und sie antatschen. Okay. Genau, da hat sich ja eh nichts entwickelt. Genau, dann können wir nur zu ihr und eigentlich warten, ob ein neuer Zyklus kommt, weil da, ja, da ist offenbar auch nichts drin und ich weiß nicht, was das ist. So, was? So, jetzt zu ihr haben wir gesagt. Was? Ohne Farbe gehen wir mal hier wieder rüber. Sehr schön, haben wir dann gleich schon einen neuen Zyklus. Und dann sind wir schon fast wieder an unserem alten Stand und die Wächter kommen schon bald. Oh ja, wird viel verbraucht hier. Warte mal, mach das mal da drüben rein. Und nimm das mal einmal raus. Und nimm hier nochmal was weg. Hier ist nämlich so viel drin. Ja, lass mal nochmal. Dann müssen wir ihn nochmal, bevor wir zu ihr gehen. Genau, lass nochmal hier ein bisschen laufen. Dann haben wir nämlich gleich danach einen neuen Zyklus. Es verarbeitet noch mal ein bisschen was bei uns hier. Okay, rein da. Ich glaube, ich werde nie die Zeit hochstellen. Das ja, außer man hätte wirklich mal zu viel Farbe und man möchte ganz schnell, dass ein neuer Zyklus beginnt, aber naja. Okay. Ich komme hier gerade nicht durch. Ich gehe mal außen rum. Vielleicht besser. Ja, muss ich gar nicht hinsetzen. Ich bin schon da. Wir packen nochmal ein bisschen mehr Gold rein, viel Vertrauen und so.
ein bisschen Grün kann man auch noch reinfüllen. So, genau. Dann können wir sie voll malen jetzt. Dann sind wir sogar weiter als beim letzten Mal hier mit ihr. Weil... Könnte sein, dass wir jetzt schon das zweite Mal voll machen, Leute. Könnte ich mir vorstellen. Wir haben auf jeden Fall genug Zeug da. Sie duscht sich wieder. In der Farbe. In den Farbtropfen. Na komm, steig mal ein bisschen mehr an hier. Ich gebe dir noch Grün. Haben wir doch gleich, das kriegen wir noch hin. 31, 21. Nehmen wir nochmal Grün. Ich glaube, jetzt haben wir es gefüllt. Müsste eigentlich nochmal was sagen. Hoffe ich doch mal. Weil ich immer noch nicht weiß, was wir da füllen genau. Was? Das letzte bisschen da hinten ist jetzt nicht gefüllt, oder wie, oder was? Immer wieder das Gleiche, aber da haben wir nichts mehr. Okay, dann nehmen wir noch ein bisschen Gold. Oh. Da plumpsen aber die Brüste aus der Farbe. Jetzt schaust und handelst du genau wie ein Wächter. Mhm. Ihr Aussehen, Gewohnheiten und du hast ihre Augen. Ach, die leuchten. Deine Größe macht nichts. Sie können sowieso nichts sehen. Lass sie dich nur nicht berühren, damit sie nichts merken. Und besuche die älteren Schwestern nicht. Und gib ihnen keine Farbe. Das wäre selbstmörderisch. Ava und Uta gehören den brutalsten Wächtern. Hier ist mein Herz. Ich weiß nicht, ob du es benötigst oder nicht, aber die Farbe müsste es wissen. Mein Herz. Kriegen wir jetzt ein neues? Oder hast du jetzt eins? Die anderen Schwestern nennen mich tot, aber höre nicht auf sie. Es ist nur, weil ich geboren wurde, nachdem die Leere aufhörte zu leben. Ich hörte ein leises Ächzen, so rufen verlorene Seelen. Ich rief dich zu mir und gab dir Schutz. Ich wärmte dich und sorgte für dich, als du schliefst. Ich gab dir mein Herz. Ich lehrte dich zu überleben. Aber nun musst du dich um dich selbst kümmern. Ja, ich meine, sie opfert sich sehr für uns, keine Frage. Und sie hilft uns hier in dieser schweren Anfangszeit durch. Aber dass sie jetzt zum Beispiel sagt, ich meine, gut, schlimm genug, dass die nächsten Schwestern Ava und Uta sind und dass sie den schlimmsten, brutalsten Wächern gehören, das freut mich jetzt schon, weil wir nur erstmal dort dann hingehen können, wenn dann irgendwann. Okay, das zweite Ding ist voll. Ja. Aber ihr zum Beispiel zu sagen, gib ihnen keine Farbe, das wäre selbstmörderisch. Ja, natürlich, weil die anderen halt Wächter haben und die das dann merken, dass ich denen Farbe gebe. Und das sollte man ja nicht tun. Man sollte wahrscheinlich ja nur seine eigenen Farbe geben. Also ich bin ja jetzt ein Wächter von ihr sozusagen oder ich tue so. Aber wenn ich denen keine Farbe gebe, dann werde ich wahrscheinlich in diesem Spiel auch nicht weiterkommen oder werde selber auch gar keine weiter mehr finden. Weil ich muss ja Farbe... Ich muss den Kammern ja Farbe einhauchen, damit mir die Kammern auch wieder Farbe geben. Das heißt, wenn ich dort keine Farbe irgendwie einsetzen würde, dann würde ich ja selber sterben. Das heißt, einmal ist sie zwar jetzt sehr selbst aufopfernd mir gegenüber, aber andererseits auch sehr egoistisch. Weil würde ich mich jetzt ständig nur um sie kümmern, man sieht ja, in jedem Zyklus in der Kammer gab es ja hier weniger Farbe. Das heißt... Ich und sie würden ziemlich schnell sterben.
Gut, das ist mir jetzt nur gerade dabei eingefallen. Und es hat mich übrigens jetzt gerade genervt, weil ich ja jetzt den Untertitel angestellt habe. Eigentlich nur wegen dem Russischen. Das haben wir jetzt seitdem nicht mehr gehört. Toll. Und dass ich jetzt den Untertitel halt so hatte jetzt bei ihr auf diesem Bildschirm, das mag ich nicht, weil ich höre lieber. Und wenn dann ein Untertitel ist, dann lese ich immer gleichzeitig mit. Aber will ich eigentlich gar nicht. Ja gut, das können wir alles so lassen. Ja. Gut, dann schauen wir mal, ob es jetzt in der Lehre vielleicht irgendwas verändert hat. Wir haben ja auch gleich einen neuen Zyklus. Die Wächter kommen ja, glaube ich, erst nicht in diesem, der jetzt kommt, sondern erst danach. Gott sei Dank. Aber wir sind in der Story. Auch wenn nicht mit den Wächtern, aber wir sind in der Story jetzt auf jeden Fall schon mal weiter als vorher. Weil wir jetzt bei ihr schon ihr mehr gegeben haben. Und sie hat schon uns mehr erzählt als vorher. Nee, passt eigentlich alles so. Obwohl, ich könnte mir auch blau reinmachen. 75. Ja, kommt drauf an, was jetzt gleich in die Lehre kommt. Dann ändere ich es vielleicht nochmal um. Schauen wir mal, genau, was reinkommt. Wenn es blau kommt, dann mache ich mir blau lieber rein. Azur. Ich meinte natürlich Azur. Schnell nochmal abspeichern, bevor der Zyklus startet. So. Boah! Ach, ich kann jetzt echt darüber laufen.